Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Es ist soweit, es gibt endlich ein neues Event. Am 14. September ist es soweit. Ich habe für euch den Trailer, ich habe für euch die Patch Notes für das Event. Es wird so eine Art Doppel-Event, könnte man fast sagen. Wir haben ein Town-Takeover-Event auf World's Edge rund um Rampart. Sollte klar sein. Ihr seht hier im Hintergrund schon ein bisschen was. Die Patch-Notes könnt ihr gleich auch mitlesen, wenn ich die so ein bisschen durchgehe. Und wir haben ein Arena-Event. Alles im Mittelpunkt mit Rampart. Sehr interessant, wie ich finde. Ich zeige euch gleich noch den Trailer. Es gibt eine kleine Analyse. Wir sehen das neue Erbstück. Wir sehen den Buff von Rampart, von dem ich schon gesprochen habe, vor einigen Wochen oder Monaten sogar. Es wird interessant. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Auf jeden Fall wird es Zeit wieder für ein bisschen mehr Action in Apex Legends. Meistens ist es so, wenn die Season gestartet ist, nach 2-3 Wochen geht so ein bisschen der Hype flöten. Und ich hoffe, dass der Hype jetzt wieder ein Stück weit nach oben geht. Und ja, wie gesagt, viel Spaß erstmal bei dem Trailer. Die Analyse folgt und danach die Patch Notes. Es wird interessant, bleibt dran. Bigger shop. Big Maud here will do for now. I feel that a woman can transcend herself to a point where she can accomplish greater things than she thinks. Swift, strong, simple. He never ducks out of a fight. He doesn't care what the hell the odds are. And he's rough at times, but he tries to be a decent guy all the time. That's the way he's always lived. I hope you had fun. Bloody amateurs! Don't you know I'm a bloody artist? Yeah, here it goes. Come for the guns? Stay, cause someone shot you with my guns. Big Maud here's got you covered. Yeah, here it goes. Yeah, you wanna try with me? You know it's me. Let's have fun, friend. Time to rock and load, fellas. Bit of a discount for all you loyal customers. For a little arena's fun, Rampart style. It's fun to say Rampart. So much blood. This prowler is ill of wounded. Los geht's mit einer kurzen Analyse. Das meiste habt ihr sicherlich selber rausgesehen. Ich stoppe hier und da einfach mal ein paar interessante Sachen. Und das Erste, was auf jeden Fall hier schon auffällt, hier, es ist tatsächlich dieser Schraubenschlüssel. Das ist das Rampart-Erbstück. Flasht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich bin jetzt schon mal gespannt, wie ihr es findet. Und ich kann mich erinnern, als ich das erstmalig zeigte vor einigen Monaten, waren die Leute teilweise echt nicht so geflasht. Ich bin auf die Animation auf jeden Fall sehr gespannt. Auf jeden Fall sieht das Town Takeover oder der Platz um Lava City, wo dieser neue Bereich jetzt ist, sieht auf jeden Fall optisch sehr, sehr geil aus. Ein bisschen wie so eine Paintball-Arena, was ich auf jeden Fall extrem geil finde. Hier sehen wir noch einmal das Erbstück. Ein Stück weit in Aktion. Moment, ich mache noch mal ein Stückchen zurück. Ja, eine kleine Animation davon. Jetzt haben wir hier die Draufsicht von diesem Fahrzeug. Ich dachte ursprünglich, das ist ein Schiff, aber es scheint so eine Art Raupenfahrzeug zu sein. Ist, glaube ich, von der Größe her ungefähr so groß wie das Mirage Voyage. Vielleicht ein bisschen kleiner. Hier haben wir einen neuen Skin für Wraith, den ich absolut krass finde. Und passend dazu, ihr könnt mich gerne verbessern, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das müsste ein Sentinel-Skin sein, der passend zu dem Wraith-Skin in diesem Event ist. Finde ich auf jeden Fall optisch ein absolutes Highlight. Ja, es ist ein Sentinel-Skin. So, jetzt kommt eigentlich die Szene, auf die ich mich am meisten gefreut habe, als ich es gesehen habe. Achtung, wir sehen Rampart mit Sheila mobil nicht aufgestellt. Sehr interessant, hier unten rechts seht ihr es, sie schießt ja auf so ein paar Zielscheiben. Das Interessante ist aber, wir können Sheila weiterhin, falls jemand Angst haben sollte, aber ihr habt es im Trailer vorher auch schon gesehen, die Standardvariante ist immer noch da. Wir können Sheila weiterhin ganz normal aufstellen, entweder für uns selber oder für die Teammates, mit Cover, ohne Cover. Und wir können Sheila eben mobil bedienen. Besonderheiten nenne ich euch gleich noch in den Patch Notes, gibt nämlich auch noch ein paar Sachen zu erzählen.
So, es ist ja ein Collection-Event, ein Cosmetic-Collection-Event. Das heißt, wir haben wieder 24 Sachen freizuschalten. Wenn wir die alle gekauft haben, können wir das Erbstück vom Rampart freischalten. Und wir sehen natürlich hier eine Menge Skins. Wir sehen einmal Lifeline. Das ist sehr, sehr schwierig hier zu stoppen. Dann haben wir Octane und rechts, das müsste Bangalore sein. Die sehen auf jeden Fall allesamt sehr abgespaced aus. In der Mitte Pathfinder, links Wraith und rechts Rampart. Optisch gefallen mir die meisten bis jetzt sehr, sehr gut. Dann haben wir, oh mein fucking Gott, also Fuse sieht ja wohl absolut heftig aus. Da müssen wir doch nochmal gucken. Das war's nicht. Und also Ram, also Fuse sieht ja wohl ultra, ultra nice aus. Hier sehen wir Bangalore nochmal ein Stückchen besser und das ist wirklich ein absoluter Hammer-Skin. Und Lifeline ist leider nicht ganz so gut getroffen, sieht man schlecht. Da kriegen wir bestimmt nochmal ein besseres Bild hin, müssen wir mal schauen. Hier sehen wir fast alle Cosmetics. Rechts haben wir noch Krypto, Octane, links haben wir nochmal Wraith, Rampart und Pathfinder. Da ganz hinten, ach alles klar, das hatte ich gerade schon, fehlt natürlich ein bisschen was. Also ich habe jetzt zum Beispiel Caustic vermissen lassen. Ich habe Bloodhound, glaube ich, nicht gesehen mit einem speziellen Skin. Und das ist auch sehr interessant. Das Taunt, also das Event, beinhaltet auch einen Part für den Arena-Modus und wir haben spezielle Preise für speziell gepimpte Waffen, die wir in verschiedenen Abständen kaufen können und das soll wohl rotieren, was ich interessant finde. Das ist eigentlich die einzige spezielle Sache, die wir wissen sollten, aber jetzt kommt's und jetzt sehen wir das nochmal richtig. Hier, Rampart aktiviert jetzt Sheila und springt mit dem Jump-Pad einfach mal so in die Pampa und rockt da die Leute weg. Es ist einfach absolut crazy. Und das finde ich sehr interessant. Das ist jetzt eine Stelle, die ich offen interpretiere. Bloodhound, ganz normal im Battle Royale, entdeckt eine Blutspur und erzählt irgendwas von einer Menge Blut und irgendwas mit Prowlern. Ob das jetzt ein versteckter Teaser ist, ob wir vielleicht irgendwann mal auf der Map hier freilaufende Prowler haben oder auch nicht, müssen wir mal sehen. Das steht noch in den Sternen. Wir kommen zu den Patch Notes. Wie gesagt, wir haben das Town Takeover Event. Direkt auf den Spot of World's Edge müsste es oder sollte es keine speziellen Regeln geben. Die speziellen Regeln sollte es nur im Arena-Modus geben. Und das ist folgendes, auch nichts Besonderes eigentlich, was die Mechaniken betrifft oder irgendwelche speziellen Regeln. Rampart bietet in verschiedenen Abständen immer irgendeine spezielle Waffe aus dem Lootpool an, von den Waffen, die wir kaufen können, die dann extravagant gepimpt ist. In dem Beispiel ist es die Devotion, die einfach ein bisschen günstiger ist und voll ausgerüstet ist. Mehr gibt es, glaube ich, zumindest für meine Begriffe hier nicht so zu erwähnen. Lasst mich wie gesagt in den Kommentaren wissen, wenn ihr irgendwas zu verbessern habt, irgendwas, was ich falsch interpretiere, haut's rein. Ich bin nämlich bei ein, zwei Sachen, die auch gleich noch kommen, nicht ganz sicher wie bei einem Nerf von Octane, ob ich das richtig interpretiere. Da bin ich mal auf eure Interpretationsgabe gespannt. Wir haben hier den Problemlöser auf Deutsch. Das ist das Erbstück. Ich fand es, wie gesagt, eigentlich gar nicht so speziell, als ich die Animation nochmal genauer gesehen habe. Es werden wahrscheinlich drei Animationen sein, wie bei den letzten neueren Erbstücken. So schlecht ist es dann tatsächlich doch nicht. Was ich sehr geil finde, ist hier dieser Bubblegum-Spender, den sie ausfahren kann. Und dann haut sie sich so ein Kaugummi rein. Und dann geht es weiter. Ich bin auf jeden Fall auf die anderen Animationen gespannt. Und von der Optik her könnt ihr euch auch gerne mal auslassen, was haltet ihr von dem Rampart-Erbstück. Dann gibt es wieder eigenmächtig einige Skins zu erspielen, indem wir einfach zocken und Punkte ergattern. Alles andere dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die 24 Cosmetics, die müssen wir natürlich kaufen. Wenn wir unbedingt das Rampart-Erbstück in den Händen halten wollten, dann gibt es wieder einen speziellen Shop. Einmal vom 24. bis zum 21. September. Vom 21. bis zum 28. September kommen ein paar neue Skins hinzu und ein paar beliebte alte Skins ebenfalls. Wir haben zum Beispiel hier auf der ersten Seite den Centurio-Skin von Bloodhound, den wir schon sehr, sehr lange kennen. Oder den Revenant-Skin, der Rampart-Skin und der Fuse-Skin, die dürften neu sein. Oder ganz unten links der Necrosis-Skin für Caustic, der sehr, sehr beliebt ist und sehr, sehr genial ist. Finde ich einer der besten. Oder auch der Krypto-Skin, den kannte man schon. Sieht auch ultra, ultra nice aus als Bündel hier zum Beispiel mit einer G7 und einer 45. Absolut stark. Dann haben wir rein aus dem Event hier noch ein paar Skins mit Animation. Und ich muss sagen, der Pathfinder-Skin sieht allererste Sahne aus. Auch der Fuse-Skin und der Wraith-Skin habe ich ja schon mal erwähnt. Finde ich richtig genial, gerade hier
diese bei dem Pathfinder siehst du richtig auf den Oberschenkeln diese Muskelfasern so ein bisschen wahrscheinlich digital da so reingemacht. Das sieht absolut crazy aus. Also der Pathfinder-Skin, absolut, absolut sexy. Kommen wir zu den Balance-Änderungen. Rampart ist jetzt mobil. Ich habe es ja vor einigen Monaten schon mal erzählt. Wir können mit Rampart und Sheila jetzt rumlaufen. Wir können auf zwei Arten Rampart Sheila benutzen. Einmal standardmäßig. Wir können sie aufstellen für dich selber mit Cover, ohne Cover für die Mates oder eben auch nicht. Wir haben da unendlich Munition. Sollten wir sie aber mobil benutzen, dann haben wir nur ein Magazin. Das ist ganz wichtig. Wir können aber Sheila wegpacken, bis das Magazin irgendwann leer ist. Also wir können immer wieder zwischen den Waffen wechseln oder zwischen Sheila hin und her wechseln. Es sei denn, die Cooldown-Zeit ist wieder voll, dann können wir wieder eine voll ausgestattete Sheila rausholen und alles ist schön. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel mehr zu erzählen. Oder ja, die Drehbewegung zu Beginn, allerdings mehr Zeit in Anspruch und so weiter. Hier steht aber nicht, ob man einen Bewegungs Einbußen hat, wenn man ganz normal mit Sheila läuft. Ich gehe aber davon aus, dass man schon langsamer läuft mit Sheila. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man die komplett normale Laufgeschwindigkeit hat, wenn man Sheila in der Hand hat. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel mehr zu Sheila zu erzählen. Revenant, interessant, es ist ein kleiner Nerf. Ihr kennt das von Loba, wenn die ihre Ulti aufstellt als Gegner, ist wie so eine Art Schockwelle, die alle anderen wahrnehmen und dann wissen, okay, Loba ist in der Nähe, die hat ihre Ulti aufgebaut und genauso wird das jetzt mit dem Totem für Revenant sein. Keine schlechte Änderung. Und jetzt kommen wir zu einem Octane-Nerf, die horizontale Distanz von Sprungplattformen wurde um 10-15% verringert, ist wie gesagt ein Nerf. Ob der jetzt so viel ausmacht, müssen wir mal sehen. Und bei der zweiten brauche ich mal eure Interpretationsgabe. Ich habe keine Ahnung, was die damit meinen. Die Rate von Octanes Stim-Regeneration. Meinen die jetzt die passive, dass ich einfach statt 1,5 Lebenspunkte pro Sekunde nur ein Lebenspunkt pro Sekunde regeneriere? Waren das nicht eigentlich mal zwei Lebenspunkte? Aber was bedeutet das Stim? Ich dachte eigentlich, das Stim, damit ist die Injektion gemeint. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ist das vielleicht, wenn man sich die Spritze reinknallt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist die Regeneration der Lebenspunkte der Passiven. Aber es ist ein bisschen bescheiden übersetzt. Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Haut's raus. Wie gesagt, dann haben wir für Bloodhound, wenn Bloodhound eine Spur mit einem Ping vorherhebt, wird Teammitgliedern im Schnellchat nun angezeigt, wie lange das Ereignis her ist. Okay, kann man haben, muss man nicht. Dann haben wir einen Buff auf den Bogen. Finde ich interessant. Die Zielgeschwindigkeit wurde auf verschiedenen Stufen ein bisschen erhöht. Nee, nicht, Moment, Interpretationsfehler. Die Zielgeschwindigkeit wurde von 0,56 auf 0,54 verringert, bis er voll gespannt ist. Die Pfeile pro Pick. Das heißt, wenn wir einen Pfeilstack finden, haben wir jetzt 16 statt 14 und können jetzt auch maximal 32 Pfeile statt 28 Pfeile im Inventarslot stapeln. Hemlock bekommt Buff, damit habe ich absolut nicht gerechnet, finde ich sehr interessant. Hüftfeuerstreuung wurde verringert, das heißt, im Hüftfeuer ist sie jetzt wieder präziser und stärker demnach zufolge. Und Hüftfeuer wird etwas schneller wieder zurückgesetzt. Hier kann ich leider nicht reininterpretieren, was die genau damit meinen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein paar Bursts loslasse und vielleicht kurz warte, dass dann einfach das Rückstoßmuster wieder auf 0 gesetzt wird und dann man ganz normal dem Rückstoß vielleicht wieder entgegenwirken kann. Das ist meine Interpretation. Hier bin ich mir auch nicht so sicher. So, dann haben wir... Mensch, ich vergesse immer wieder die Shattercaps. So heißt der Aufsatz. Die Shattercaps in Verbindung mit dem Bogen und der 30-30. Da gibt es ein paar Änderungen. Im Allgemeinen, der Kugelschaden wurde bei allen Zielstärken erhöht. Für den Bogen Schaden auf kurze Distanz von 4 auf 6, mittlere von 7 auf 9 und die höchste Rate Schaden bei vollständigem Ziehen von 11 auf 12. Ich habe glaube ich kurze Distanz gesagt. Also hier muss ich mich verbessern. Kurze, mittlere und vollständige Ziehstärke, das wurde angepasst. Das war damit gemeint. Und in Verbindung mit dem Hop-Up und der 30-30 Repeater, die Geschwindigkeit beim seitlichen Bewegen, also von links nach rechts strafen mit Visier, also im Aim logischerweise, wurde auf die Geschwindigkeit beim seitlichen Bewegen mit den Schrotflinten erhöht, wenn die Shattercaps aktiviert wurden. Also wir sind genauso schnell im Aim
wie mit einer Schrotflinte im Aim. Ganz einfach. So, und der Schadensmultiplikator für aufgeladene Kugeln wurde von 35% auf 50% erhöht. Finde ich, 15% mehr Schaden ist schon ordentlich. Die Elster bekommt wieder Nerf. Es war fast klar, sie war absolut Meta. Wir haben eine leichte Erhöhung der Abkühlzeit. Das Austauschen der Linse, wenn die Waffe überhitzt, wurde erhöht. Und die Anzahl der Kugeln, bevor die Waffe überhitzt, wurde ebenfalls verringert. Das heißt, sie überhitzt wieder schneller. Basismagazin nach 20 statt nach 22 Schuss. Beim Weißen bei 22 statt 24 und beim Blauen 24 statt 26. Und das Lila und Goldene überhitzt bei 26 Schuss statt 28. Finde ich völlig verdient. Dann gibt es Preisanpassungen. Die interessieren wahrscheinlich die wenigsten. Basis von 500 auf 600. Blau von 300 auf 250 verringert. Das ist wieder ein Buff und ein Nerf. Und die lila Sachen von 400 auf 350. Auch jetzt nicht ganz so interessant. Schrotflintenänderung finde ich sehr interessant. Somit ist zumindest, was den Kopfschussschaden betrifft, jede Schrotflinte gleichgestellt. Die Kopfschussschadensmultiplikatoren der IVA 8 und der Mosambik wurde von 1,5 auf 1,25 verringert und ist jetzt genauso wie bei der Peacekeeper und der Mastiff. Nicht schlecht, wie ich finde, Triple Take. Die Visieraufladezeit wurde von 1,0 auf 0,8 verringert. Dann haben wir ein paar Quality of Life Changes. Das finde ich extrem interessant. Nutzen viele immer mal aus und taktisch eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr kennt das, ihr könnt auf einem Hochhaus landen, wo man eigentlich nicht stehen darf. Dann beginnt ein Counter von 30 Sekunden. Wenn der auf 0 fällt, seid ihr raus. Haben sie jetzt reduziert von 30 auf 15 Sekunden. Und ihr steht weiter, nach dem Respawn sollte der Timer zurückgesetzt werden. Das heißt ja für mich, ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, ich habe in einer Runde noch niemals zweimal so eine erhöhte Position aufgesucht. Das heißt ja, wenn ich so eine erhöhte Position aufsuche, wo der Counter beginnt und ich springe dann irgendwann, was weiß ich, nach 10 Sekunden runter, habe ich laut diesem Nerf nur noch 5 Sekunden. Wenn ich dann quasi wieder auf so eine erhöhte Position gehe, wo ich nicht drauf sein darf, geht der Counter bei 5 Sekunden los. So verstehe ich das. Könnt ihr gerne mal schreiben, wenn das tatsächlich vorher schon so war, ist es mir tatsächlich auch nie aufgefallen. Und eine Änderung habe ich vor kurzem erst angesprochen. Es ist endlich so, dass wenn wir ein rotes Körperschild haben, können wir mit einem Tastendruck auf Gold wechseln, weil wir ja eigentlich das vermeintlich schlechtere Body Shield, zumindest von den Schildpunkten her, aufheben wollen, müssen wir nicht mehr gedrückt halten. Hat mir ganz oft schon das Leben gekostet, dass das nicht machbar ist, gerade wenn du es aus einer Lootbox ziehst. Geile Änderung, wie ich finde. Evo-Schilder zeigen in den Todeskisten jetzt ihr Leben an. Auch sehr spannend. So, was haben wir hier noch? Ach so, jetzt wurde noch etwas geändert, was ich nicht schlecht finde für alle Leute, die zu hektisch vielleicht, wenn sie draufgehen, zu hektisch die Tasten drücken und irgendwas wegschalten wollen, versehentlich vielleicht liefen, sogar in einem Ranked Match. Hier kommt noch mal eine Warnung. Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und hier musst du dann sogar die Taste gedrückt halten, damit du liefst. Und hier siehst du dann auch, Achtung, Achtung, du bekommst eine 10 Sekunden, wäre ja schön, eine 10 Minuten Zeitstrafe. Das wird ja auch nochmal ganz klar hervorgehoben. Finde ich keine schlechte Änderung für die Leute, die vielleicht ein bisschen nervös mit ihrem Triggerfinger sind. Hier eine Änderung finde ich jetzt, weiß ich nicht, dem geortet Widget von Aufklärercharakteren wurde nun Charakterporträts hinzugefügt. Okay. Bugfixes lasse ich wie immer weg. Und nochmal eine Kontroverse, die ganz zum Schluss diskutiert wird. Und ich werde euch diesen Text nicht vorlesen, weil es einfach too much ist. Wer sich das alles durchlesen will, es geht um das Tab-Strafing, was jetzt entfernt wurde. Hier erklärt sich Respawn nochmal, warum die das machen. Ich kann es ganz gut verstehen, nochmal mit meinen eigenen Worten. Tab-Strafing ist wirklich ein Movement, was nur auf dem PC mit Maus und Tastatur geht, geht nicht mit dem Controller. Und du hast natürlich als Maus- und Tastaturspieler im Movement einen enormen, heftigen Vorteil und bist extrem schwer zu treffen, wenn du das beherrschst. Und wenn du auf dem PC mit dem Controller spielst, kannst du Tab-Strafing eben nicht benutzen. Und das ist ein Movement, wo ich mir sage, warum gibt es das überhaupt nicht in einem Spiel? Das ist wie Quickscopen, das ist für mich so, kann man haben, muss man nicht. Und im Gegenzug, alle, die sich jetzt beschwert haben, dass das Tab-Strafing entfernt haben, dass das entfernt wird, dann kam jetzt die Kontroverse auf, da müssen wir dann das Aim Assist für Controller auch abschwächen. Was hat Aim Assist mit Movement zu tun? Warum muss man das gegenüberstellen? Das habe ich noch nicht so ganz gerafft. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne mal eine kleine Diskussionsrunde anfangen, wenn ihr mögt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ansonsten bin ich einfach mal auf eure Meinung diesbezüglich gespannt. Das war's jetzt von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Daumen da lassen, Abo da lassen. Wenn ihr mögt, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.